Ich heiße jetzt willkommen zurück zu Star Wars Squadrons. Die letzte Mission steht an. Und ja, sehen wir mal, ob hier was passiert. Ardo confirmed what you already knew, Keo. The commander is gone. Yeah. You know he did the right thing, though. The civilians needed us. The commander sent Vanguard where we were needed most. Of course. This is what he fought for. That's why it hurts so much. Whatever happens next, this is the end of the line. I just wanted to say, I know we haven't flown together very long, but if I'm being honest, it feels like you've always been here. I speak for everyone in Vanguard when I say, it's been a pleasure fighting beside you. I know we have a mission, but we also have each other to lean on and to protect. You've got my back out there, and I have yours, no matter what. Okay, General Syndulla is waiting for us in the briefing room. Shall we? Hat sie also auch hier schon wieder von mir verabschiedet? Aha. I'm sorry that our first real meeting is under such tragic circumstances. We're all feeling Lyndon's loss. But we're cornered. You and Vanguard have held back the Imperials, but we must get those civilian engineers out safely. I need you focused and ready to go. Lyndon saw you as a leader, an inspiration even. That's the courage I need right now. Let's get you and the others briefed. There isn't much time. Okay. Thanks to your work on the commsats, Anvil Squadron heard our call. And with Lyndon Javes, bought us time to repair our ships for escape. But now the Imperial fleet has Anvil's ships pinned down. They can't get out. So, we're going back into the fight. Because we need to buy everyone time to escape. No one left behind. Ardo thinks we have one chance. It's drastic. But here it is. The moon is highly unstable, and the Imperial ships are positioned around it. If we crash the Starhawk into the moon's core, the shockwave should destroy those Imperial ships and let us escape, if we're fast. How? The ship's tractor beam is firing uncontrollably as it overloads. If we can get a couple of corvettes into that beam, we can tow it up to speed. Vanguard Squadron, you're up first. We're counting on you to clear the path and take out the closest Star Destroyer. Corvettes will then enter the tractor beam, and if Ardo's plan works, get the Starhawk moving. It should have a straight shot. Defend our fleet, in case the Imperials get wise to what we're doing. When the Starhawk collides with that moon, the shockwave will hit every Imperial ship in range. And you, unless you outrun it. It's risky. But sacrificing the Starhawk will save our fleet, and the engineers who will build the next one, and the next. The future of the New Republic depends on it. Let's finish this. Okay, die Mission ist durchaus cool. You should know, Lyndon always spoke highly of you. He never forgot what you did for him at Fostar Haven. I know war takes its toll. Even when the Imperials attacked Mon Cala, I had to keep my head. Lyndon was a friend. He knew exactly what he was doing when he challenged Teressa. Doesn't make it any easier. The Overseer has fallen back, but the other Imperial ships still have us pinned down. You and Vanguard are our last chance. I believe in you. But more importantly, I believe in Vanguard Squadron. Lyndon bought us time. I know you'll all make it count. Get to your ship. Every moment matters now. Das sagst du zwar, aber wie wär's, wenn ich vorher trotzdem noch mit jemand anders rede? We were able to evacuate all personnel from the Starhawk. Engineers, technicians, mechanics. We took a big loss today. Those who died at Nadiri. Lyndon. It won't be in vain.
So long as we survive, so does Project Starhawk. And with it, the future of the New Republic. Fortunately, the Imperials didn't seize control of Nadiri. They were too busy chasing us off. I've already sent Meteor and Hail squadrons to secure the dockyards. Now all we have to do is make it out of here. To your fighter. There isn't much time. Ja, aber trotzdem haben wir vorher noch mal vor zu reden. Come on, look at me. I'm not scared. We'll get through this. We always do. How do you know? Because we never let each other down, that's why. So, after we pull this off, because we will, what are you gonna do? This isn't the end of the war, Frisk. It's just one more battle. Yeah, but we've earned ourselves a whole pile of day passes. You ever been to the last hand on Nar Shaddaa? Best cantina in the Outer Rim. What a relief. For a moment there, I thought you were taking this seriously. It's strange where conscience leads you. It took me from being a daughter of Imperial lackeys all the way to this tipping point. I'd be lying if I said I didn't miss my family. Regardless of their loyalties, they are still my parents. My sister. But in Vanguard Squadron, I found a family I could stand beside proudly until the very end. Whatever happens next will be our legacy. And I'm proud to share it with both of you. You, Gunny, Keo, you're all acting like this is the end. Am I the only one who remembers where Vanguard Squadron? We have to survive. The galaxy ain't gonna save itself. Let's go! Ain't every day you crash a Starhawk into the moon. Okay, here we go. You'll need to be flying your best for this one. X-Wing, Y-Wing, U-Wing, A-Wing. Pick whichever fighter you need. Hooray! Wir können frei wählen. Schneller Fassungsrakete gegen Erschütterungsrakete. Ich glaube, ich werde hier gar nicht großartig. Ohne Stützung werde ich definitiv nicht spielen. Wir gehen ganz simpel mit dem X-Wing. Damit hat man meines Erachtens die besten Chancen und die besten Einstellungen. Kein Blödsinn dahinter. Wie Minen. Okay, das sieht ja natürlich sehr ungesund aus. General Syndulla to Imperial Forces. Withdraw or be destroyed. We're in the fire now. Yeah, time to end this. For the boss. One hell of a place to fight. I've never seen anything like it. Those Imperials better enjoy the view while they can. Das ist wild. Did anyone else hear that? Probably just a common glitch. Focus on the Star Destroyer. Naja, wir ignorieren das einfach mal, was da gerade auch immer passiert ist. Okay, er hat einen Schildgenerator anvisiert. Also. Au, wo ich hier das Beste versucht habe. Okay, meine Rückenschilde sind kaputt. Shit. No, ich komme nicht weg. Obwohl ich... Okay. Okay, konzentrieren wir uns erst auf den Schildgenerator, dass das Spiel nicht so mitmacht. Okay, gut. Yep. Das
2 Subsysteme sollen wir zerstören. Okay. Also, ich brauche Hilfe. Irgendjemand hilft mir. Ich habe nichts. Raketen. Das ist schon die 7. Rakete, die mir hier vor. Ist immer noch auf Standard gestellt. Also, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Und ich denke, das ist ein bisschen das Problem, was ich. Okay, es sind viele Probleme, aber Ende dieser Probleme definitiv. Wenn das Spiel sagt, du sollst sterben, stirbst du. Halte 5, warum auch immer mir das vorher nicht angezeigt worden ist, Spiel. 5, um Zielerfassungsrad zu öffnen, Flaggschiffsysteme. Yes. Ich glaube, das wurde mir jetzt gesagt, weil ich beim ersten Mal zu dumm dafür war. Deswegen, ja, ich habe jetzt gesagt, dass alle darauf zielen sollen. Oh, great. Ist das nicht das Ding, was wir zerstören müssen? Können? Wie auch immer? Also ich denke, da ist so ein bisschen das Problem, ich habe einfach keine Ahnung, wie die Dinge aufgebaut sind. Deswegen, ich denke, die Schilde zu zerstören, das ist eine clevere Idee, damit die keine mehr haben. Oh, ich habe denen gesagt, hey, die sollen das da unten anvisieren und... Das scheint sie nicht zu sein. Auf jeden Fall überlebt es genug, dass meine Angriffe nichts tun. Gott, ich will sie den an und ich treffe nicht. Ja, same. Oh, ich war bei 97, ups. Okay, nice. Whatever that means. Ja, sorry, ich hatte meine Hände jetzt nicht dort, weil ich immer noch herumvisieren musste, wo zum Kuckuck ich... Oh great, so gut wie tot wieder mal. Okay, warum auch immer das gefühlt nichts getan hat, was ich gerade gemacht habe. Okay, ich visiere angeblich einen Schildgenerator an. Ich bräuchte unbedingt Hilfe, danke. Obwohl ich den Schildgenerator definitiv noch nicht zerstört habe. Ich fokussiere logischerweise mich erstmal weiterhin auf einen von denen. Yes. Okay, jetzt ist da der nächste. Er ist nur nicht so einfach zu treffen. Okay. Zwei Subsysteme. War das jetzt nicht das? Okay, frag mich nicht. Oh boy, meine Schilde haben keine Zeit, sich zu regenerieren. Oh, ich hab das Ding kaputt gekriegt. Nice. Haben wir damit unsere Aufgabe geschafft? I guess? Maybe? Okay, irgendwas hat mir das Spiel gerade erzählt. Bitte frag mich nicht.
Okay, mach das Ding bitte platt. Zerstöre den Sternzerstörer, vielleicht heute irgendwann noch. Ich meine, ich ziehe einfach mal hier hinten drauf, vielleicht tut es ja was. Okay, das durfte ich nicht ausweichen. Weg. Er hat noch 3 HP. 2. Oh yeah, baby. Well done, everyone. The Star Destroyer is out of the fight. What's next? Regroup with the Starhawk for stage 2 of the plan. Heide 5. Yep, okay. Weiß nicht, was das wirklich bringt, aber hey. Looks like that signal is coming from inside the Starhawk. What? It's been evacuated. Außer eine Person, logischerweise. Überlebt. Das würde ich mal nicht als selbstverständlich ansehen. Ah, no, nicht in die Traktor Staffel, mein eigenes Schiff. Ja. Okay, ich brauche einen neuen Gegner. Come on. Ich finde den niemals. Das Ding wird von Voldo geflogen. I can't fucking find him. Wo ist er hin? Okay. Okay, die sind immer noch am Arsch der Welt. Ich frage mich nicht, was sie da unten tun. Deswegen, manchmal denke ich, man sollte auf Beschleunigung wechseln, aber das Problem ist, dass die sich dann in der Zeit wieder umdrehen und irgendwo anders breitziehen. Come on, no! Deswegen, ich bleib zum Teil ja schon stehen in der Hoffnung, denen so besser zu folgen, aber das, selbst das hilft. Oh, die sind so gut wie tot. Great.
Yeah, no shit. Careful. That tractor beam isn't stable. More bombers coming right at us. Okay. Going into formation. We're gonna lose the Corvettes. TIE Reaper. Das sind also die großen. Ja, das Ding ist so gut wie tot. The hell? What? Oh, come on! Ich bin eine Person. Wie viel soll ich alleine bitte backen bekommen? Okay, keine Bomber werden mehr angezeigt. Hooray! Never end. Okay, jetzt haben wir hier das große Mistding. Drehen. Okay, der existiert nicht. Doch. Drehen. Gott, noch mehr Scheiße. Okay, jetzt habe ich irgendein anderes Ding, das ich zerstören darf. Dass ich definitiv nicht alleine schaffe, also. Hoffen wir mal, dass die Starhawk nicht auf einmal putt geht. Anflug, ich kann nichts dagegen machen, vermutlich. Ja. Wow. Wie auch immer das möglich war. Ja, bitte, wir sehen alles falsch an, außer das, was wir zerstören sollen. Gott, 7800 noch. Oh, come on. Ich habe den Witz der Mission verstanden. Kill the Reaper already. Jetzt habe ich hier das Ding, das wir anvisieren wollen. Come on, ha. Ja, also ich gehe davon aus, dass natürlich die Starhawk kaputt gemacht wird, bevor ich das überhaupt kaputt machen darf. Ja, das ist gut. Hin.
Don't be on my wing, do something. Yep, und ich kann nichts dagegen machen. Thanks. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Yep. Kostet das. Okay, das Ding geht einfach nicht kaputt. Irgendjemand bitte. Okay, man, die Starhawk hält so ein bisschen was aus. Und das Ding scheinbar auch. Ja, wie wär's, wenn wir das Ding kaputt machen würden? Drei HP noch, come on. Zwei. Ich weiß nur noch, dass hier fünf kleine Flugzeuge das Ding kaputt machen können. Oh, come on! Oh, Gott sei Dank. Oh cool, meiner bleibt einfach stehen, klar. Au, au, great, thanks. Great, ja, dreh um. Hätte ich natürlich ganz gerne. Aber ein kleiner Bums hat mich natürlich sofort hier verabschiedet. Nope. What? What? Ich war genau hinter dem. Hooray! Bin ich sofort draufgegangen. Flieg einfach irgendwo anders lang. Hooray! Okay.
Oh, noch eine leichte Fregatte. Und noch eine. Oh, doch nicht. Meine Fresse, war das eine furchtbare Mission. Okay, der letzte Flug des Starhawk, bla bla bla, ist eigentlich Wurst. Mission 14 abgeschlossen, 18 Minuten oder weniger. Bitte frag mich nicht, wie man das ansatzweise gebacken kommen soll. Ohne zu sterben ist ein sehr guter Witz. Maximale Geschwindigkeit während des Fluchs der Galliton beibehalten. Whatever that means. Zwei Flaggschiff-Subsysteme zerstört. Hooray! Look at me. Okay. Gucken wir mal, was jetzt noch passiert. Hope is like the sun. If you only believe in it when you can see it, you'll never make it through the night. We know our new republic faces great challenges. But thanks to Vanguard Squadron, peace is closer than ever. General Syndulla sacrificed one Starhawk for the chance to build a fleet. From Nadiri, Commander Javes will guide our best and brightest, forging the strength to challenge an empire. The war goes on. But we face it with renewed courage. Inspired by heroes who fly for freedom as we emerge from the darkness of imperial oppression into the light of a new era. Und damit haben wir endlich Star Wars Squadrons durchgespielt. Ich habe mich an dieses Spiel gewagt, einfach um mal was anderes zu versuchen. Einerseits, klar, Star Wars Spiele sind immer ein bisschen cool, das Universum ist cool, auch wenn es seine Probleme hat. Aber mir war von Anfang an schon klar, dass ich vermutlich mit dem Gameplay Probleme haben werde. Einfach weil es überhaupt nicht meins ist und ich denke, jeder, der das Let's Play gesehen hat, kann das hier jetzt für sich auch bestätigen. Ich fand dieses Spiel katastrophal schlecht. Unendlich. In jeder Hinsicht. Klar, Grafik sind gut, Sound ist gut, aber das ist nun mal Star Wars. Einerseits EA hat Grafik drauf und Sound. Selbst das dümmste Star Wars Team, solange sie Lizenz hat, darf es auf Star Wars Musik zurückgreifen und dementsprechend, das ist immer die höchste Note da, ganz simpel zu erreichen. Aber Gameplay, Gameplay ist so furchtbar, es macht so überhaupt keinen Spaß. Und dann, die Story ist so arschlos. Das war von Anfang an klar. Oh, die kriegen das Starhawk, die Starhawk wird definitiv draufgehen. Einziges Überraschende finde ich, dass sie sich nicht getraut haben, auch nur ansatzweise jemanden umzubringen. Dazu, dass wir keinen eigenen Charakter, jetzt klar, wir haben einen eigenen Charakter erstellt gehabt, aber der ist nicht in der Story wirklich vorgekommen. Alle haben uns herumgeredet, dementsprechend da, Battlefront 2 war bei Weitem besser, da waren namhafte Charaktere dabei, die konnte man sehen, wir waren in Story-Cutscenes dabei. Hier, wie gesagt, also ich fand es hundertprozentig enttäuschend. Aber das war zu erwarten. Das Spiel traut sich gar nichts. Ich gehe mal davon aus, dass die Starhawk nicht ansatzweise irgendwo in der Story wieder vorkommt. Alles, was hier geschrieben wird, ist in dieser kleinen Star Wars Bubble. Und ich fand es langweilig. Ich fand es wirklich enttäuschend, weil ich es vom Anfang an erwartet habe. Alles, was passiert, wird hier in diesem Spiel entweder aufgelöst oder ist nicht relevant. Und vielleicht tue ich der Sache Unrecht. Vielleicht sind die Starhawks überall jetzt in Star Wars in Wirklichkeit sofort zu finden oder ähnliches. Aber das Gefühl habe ich schlichtweg einfach nicht von diesem Spiel selber her. Und das ist sehr schade. Denn man kann gescheite Star Wars Geschichten erzählen, aber für mich persönlich zählt das nicht dazu. Deswegen, ich werde mich immer an sowas wie Kai Katan erinnern. Aber die Typen hier, in der Sekunde, in der ich das Spiel ausmache, weiß ich nicht mehr, wer das war. Ich fand es sehr, sehr schade. Und dazu, klar, man kann immer wieder sagen, und das passiert ja häufig, so wie Call of Duty und Co., dass man sagt, der Singleplayer existiert, um einen für den Multiplayer vorzubereiten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Spiel ansatzweise Multiplayer gespielt wird. Aber weil, ich denke, das ist vom Gameplay nicht gut genug. Und heutzutage überleben Multiplayer-Spiele nur, wenn sie Live-Service sind. Und EA hat hier sehr schnell gesagt, nope, wir machen hier nichts weiter bei. Und dementsprechend, vielleicht findet man Leute, die man, glaube ich, gegen AI spielen kann.
Also, glaube ich, nicht nur immer Spieler gegen Spieler, sondern Spieler gegen AI ist auch möglich. Vielleicht findest du da 4 weitere Leute, aber von mir kommt in der Hinsicht definitiv nichts. Okay, wir sind damit endlich zum Ende dieses Spiels gekommen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem irgendwie Spaß daran gefunden gehabt. Zumindest die Story vielleicht war sie für gewisse Leute unterhaltsam, wenn auch offensichtlich, wie es verläuft. Und ich verabschiede mich und bis dann.